Willkommen beim Klima in der Schule Symposium. Wir sind alle total happy, dass wir eine so große Resonanz haben von so und so vielen Teilnehmern. Wir haben über 1000 Anmeldungen bekommen. Wir haben auf dieses Event jetzt ein paar Monate hingearbeitet. Wir haben über 80 Teilnehmer, Referentinnen und Referenten, die Vorträge und Workshops halten. Es ist ein Riesenerfolg und das ganze Team, was hier dran gearbeitet hat, ist sehr, sehr glücklich. Wir hatten gestern einen fulminanten Auftakt. Heute geht es hoffentlich sehr, sehr spannend für euch weiter. Ich mache jetzt nur die Anmoderation. In 14 Minuten gehen die einzelnen Workshops und Vorträge los. Ich würde euch nochmal kurz wiederholen, was ich gestern auch schon gesagt habe. Wie kamen wir eigentlich zum KISS? Was ist das KISS? Und vielleicht noch ein paar eigene Gedanken und dann so ein bisschen Struktur. Wie könnt ihr den Workshop und die ganze Konferenz benutzen? Also, wir von der Fachgruppe Schule der Scientists for Future haben letztes Jahr auf dem Scientists for Future Online Symposium den Workshop zum Thema Schule geleitet und beigetragen und hatten unheimlich viel Feedback von den Teilnehmern, dass sie gerne noch mehr davon hätten. Wir hatten damals ungefähr 10 verschiedene Initiativen vorgestellt und es war ein Riesenbedarf da, mehr davon, so etwas zu wiederholen. Wo wir uns dann überlegt haben, was sollen wir eigentlich tun? Was ist unser Selbstbild? Sollen wir Vorträge halten gehen? Sollen wir Lehrmaterialien erstellen? Ist uns aufgefallen, es gibt alles das schon. Alle Ideen, die wir hatten, was könnte man der Gesellschaft anbieten als Dienstleistung der Scientists for Future, gerade im Bereich Schule, war schon vorhanden. Und das war eine spannende Erfahrung. Und vor allem hat es gezeigt, dass eines der Probleme nicht, ich sag mal, mangelnde Angebote sind, sondern eher die Sichtbarkeit der Angebote. Und genau damit möchten wir der Community gerne helfen, dass wir einfach diese unheimlich vielen, richtig tollen Projekte, die es da draußen gibt, von den ganzen vielen Referentinnen, die wir hier dabei haben, auch noch von vielen anderen, die möchten wir gerne vorstellen, denen möchten wir gerne eine Bühne bieten. Und das machen wir heute im Tag 2 wieder genauso. Es wird 3 parallele YouTube-Streams geben, es gibt 2 parallele Workshops. Da zeige ich euch gleich auch nochmal, wie man da reinkommt. Inhaltlich, wir haben gestern Morgen ein Science and School Roundtable gehabt, zusammen mit den Vertreterinnen von Kultusministerien und Umweltministerien der Länder und vom Bund. Das war extrem spannend, da einige von diesen Ministerien auf uns zugekommen sind und uns gefragt haben, ob wir nicht denn so einen runden Tisch organisieren können zu dem Thema. Das gibt also gerade eine sehr spannende Situation, dass wir dieses Mal als Scientists for Future nicht in der Situation waren, dass wir darum gebeten haben, Gehör zu finden, sondern wir wurden gebeten, so etwas zu organisieren. Und eine Sache, die wir festgestellt haben, momentan hängt vieles am Individuum, am individuellen Lehrer, am individuellen Schulleiter, dass Klimabildung passiert. Und das ist etwas, wo wir auch natürlich gerne weiter mithelfen wollen, dass etwas mehr in der Breite passiert und nicht nur an manchen Leuchtturmschulen, die hervorragende Arbeit da draußen leisten. Wir werden hier viele Beispiele sehen, was da draußen alles Tolles passiert. Aber es muss weitergehen, es müssen die nächsten Schritte passieren. Es gibt in der Physik, ich habe selber mal Physik studiert und promoviert, eine schöne Aussage, dass neue Wahrheiten sich nicht dadurch durchsetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden, sondern dass ihre Gegner aussterben. Das klingt so ein bisschen drastisch, aber es war wirklich so. Damals, als die Quantenmechanik erfunden wurde, gab es viele Leute, die gesagt haben, das ist falsch, das kann gar nicht stimmen. Sie haben einfach in ihrem alten Weltbild so lange festgehangen, so lange sich darauf fokussiert und die wurden vermutlich nie überzeugt. Aber es gab eine neue Generation von Wissenschaftlern, die mit dieser neuen Wahrheit, mit dem neuen, besseren Weltverständnis aufgewachsen ist und dass es eine Wahrheit ist, kann man experimentell beweisen, kann man aus den ganzen Zusammenhängen in der Natur sehr gut ableiten. Und ich glaube, mit dem Klimawandel ist es so ähnlich. Und das, was wir hier tun, diese Klimabildung an die Schulen bringen, ist genau die nächste Generation vorzubereiten, dass für sie Klimawandel und Kreislaufwirtschaft, Grenzen, planetare Grenzen, Circular Economy, diese ganzen Stichworte ja eingängig sind, dass sie das verstanden haben und dass sie hoffentlich mit ein paar von uns gemeinsam eine bessere Welt aufbauen können. In dem Sinne freue ich mich auf einen ganz, ganz spannenden Kongress. Wir werden viele Beispiele sehen von Sachen, die man als Individuum besser machen kann. Wir werden Beispiele sehen, wie man unser Wirtschaftssystem, unsere Industrie, unser Handwerk, unsere Economy, unsere umbauen kann. Und auch da nochmal einen Gedanken von mir zu. Ich möchte, genau, es gibt extrem coole Beispiele, was man als Individuum verbessern kann. Aber wenn man sich mal anguckt,
Was sind die großen Hebel? Wie viel müssen wir eigentlich weniger werden? Es gibt so einen Vortrag, den ich immer halte, da geht es um die Energiewende. Da bringe ich immer als Beispiel, na, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht mehr CO2 ausstoßen. Also der zusätzliche Ausstoß muss auf null. Natürlich kann die Erde so ein bisschen was von dem CO2 abbauen, aber in erster Ernährung muss quasi alles an zusätzlichem CO2 weg. Das heißt, es geht nicht darum, ein paar Leute davon zu überzeugen, vegan zu essen. Es geht nicht darum, ein paar Menschen weniger Auto fahren zu lassen. Es geht nicht darum, ein 3-Liter-Auto statt ein 5-Liter-Auto zu fahren. Es geht darum, das alles zu dekarbonisieren. Und da zumindest meine persönliche Meinung ist, wir werden es als Gesellschaft nicht schaffen, dass wir gar kein Auto mehr fahren, dass wir gar kein Fleisch mehr essen, müssen wir all diese Industrien so umbauen, ja, weniger verbrauchen ist gut, aber zusätzlich muss der komplette Verbrauch, der noch da ist, der komplette Konsum, CO2 und klimaneutral geschehen und am besten auch noch die Biodiversität beachten und überhaupt in der Kreislaufwirtschaft funktionieren, weil die nächsten Krisen warten schon für uns auf dem Horizont, wenn wir nicht auf Nachhaltigkeit achten. Es geht hier effektiv darum, das Überleben der Menschheit auf Dauer zu sichern. Es geht nicht darum, ich sag mal, ein paar Tierarten oder ein paar Pflanzenarten zu retten. Nein, es geht ganz egoistisch um die Menschen, um die Zukunft der Menschheit. Und dieses Wissen wollen wir gerne verankern. Und genau, zurück zu meinem Gedanken davor. Die individuelle Aktionen sind gut und wichtig. Die sorgen als Leuchtturmprojekte dafür, dass viele etwas nachmachen können. Aber ich appelliere nur an alle ganz eindringlich. Es geht nicht darum, dass welche einzelnen Schüler ein schlechtes Gewissen machen. Du, wenn du dich einmal von deinen Eltern mit dem Auto in die Nachbarstadt fahren lässt, bist du jetzt eine Umweltsau. Darum geht's nicht. Und das sind auch nicht die Aktionen, die dafür sorgen werden, dass wir das Klima retten, dass solche Fahrten vermieden werden. Wir müssen viel grundsätzlicher an die Sache ran. Es geht nicht darum, dass wir demnächst 20% weniger Verbrennungsautos brauchen. Nein, es geht darum, dass wir demnächst gar keine Verbrennungsautos mehr haben. Das sind die großen Dinge, die wir bewegen müssen. Und da hoffe ich, dass wir hier viele Mitstreiter haben, die mit ihren Leuchttürmen zeigen, dass es geht und die mit ihrer wissenschaftlichen Expertise zeigen, wie kann man das machen, dass es Firmen gibt, die sagen, ja, mit meinem Produkt, mit meiner Technologie kann wir das in der Praxis ausrollen. Und dass es dann wiederum Leuchtturmprojekte von Schulinitiativen und Co. gibt, die das dann vorführen, ja, bei uns funktioniert es, warum macht ihr das nicht auch so? Und dass aus diesen vielen positiven Beispielen auch irgendwann ein gesellschaftlicher und dann hoffentlich auch politischer Konsens werden kann, dass wir das jetzt alle so machen. Es gibt da viele Länder der Welt, die gehen da voran. Norwegen zum Beispiel hat in 4 Jahren keine Verbrenner mehr als neue Fahrzeuge auf dem Markt. Und so gibt es ganz, ganz viele Sachen, die passieren. Und ein bisschen mehr Optimismus zu verstreuen. Europa will den Green New Deal vorantreiben. Da mag es ein paar Ecken und Kanten geben, die nicht gut sind. Und natürlich geht der nicht weit genug. Aber trotzdem, es passiert was. Die USA macht jetzt auch einen Green New Deal. Selbst China hat jetzt gesagt, wir werden mit 2060 CO2-neutral. Natürlich ist das zu spät, aber es passiert. Wir haben jetzt das Momentum, wir haben jetzt die Geschwindigkeit, dass etwas passiert, dass Leute und die Technologien und die Märkte umgekrempelt werden. Und kann man sich fragen, braucht es dann überhaupt noch Aktivisten oder Wissenschaftler, die Alarm schreien, die sagen, wir müssen etwas ändern? Doch, braucht es, weil der Wandel beginnt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass der Wandel schnell genug wird, dass der Wandel noch mehr an Fahrt aufnimmt und dass alle Verhinderer und Bremser durch Aktivisten überzeugt werden oder notfalls übertont werden und durch Wissenschaftler eines Besseren belehrt werden, dass zum Beispiel nein, es keinen sauberen Dieselverbrenner gibt und dass ein paar Prozent Einsparung im Verbrauch nichts bringen. Das ist die Rolle von Wissenschaft und von Aktivismus da draußen, diesen Wandel zu beschleunigen. Aber er ist da, er hat begonnen. Ich bin also verhalten optimistisch, aber ich sage trotzdem, es braucht uns alle. Genau, so, jetzt zu unserem Programm. Ich teile mal meinen Bildschirm und zeige euch mal, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Und ich muss den richtigen Bildschirm teilen. So, das habe ich nämlich gestern nicht gemacht und das war ein Fehler, weil ich glaube, viele von euch hatten Probleme, die einzelnen Veranstaltungen zu finden. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Das ist unsere Homepage, schule.scientistsforfuture.org. Es gibt hier den Punkt Programm. Wenn ihr da draufklickt, findet ihr ganz, ganz viele verschiedene Kategorien, über die ihr gehen könnt. Ihr findet alle möglichen Vorträge einzeln. Die Mittwochvorträge sind sogar schon ausgeblendet. Genau, ihr könnt auf einzelne Vorträge draufgehen, zum Beispiel klickt man hier auf Berechnung des CO2-Abdrucks an Schulen, seht ihr, da findet in Stream 3 statt. Wenn ihr auf Stream 3 klickt,
Hier gibt es alle Vorträge auf YouTube. Das heißt, es gibt einen Link und dann könnt ihr den Stream 3 sehen. Und so ähnlich machen wir das mit allen Streams. Hier direkt am Anfang gibt es auch noch die Übersicht, nämlich die drei Streams. YouTube Mainstage, das ist da, wo ihr gerade seid. Es gibt die Sunstage in Gelb, es gibt die Grassstage in Grün. Zusätzlich haben wir noch zwei Workshop-Bereiche. Da veröffentlichen wir jeweils kurz bevor es losgeht die Big Blue Button Links zu den einzelnen Räumen. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr dann an zum Beispiel diesem oder einem anderen Workshop teilnehmen. Wir veröffentlichen die nicht beliebig viel früher, einfach weil wir nicht wollen, dass sich da so viele Störer vorher sammeln, dass jeder die gleiche Chance hat und dann niemand Räume blockiert. Und auch noch ganz lustig und ganz wichtig und auch sehr spaßig, es gibt einen Special Chat. Da könnt ihr hier draufklicken. Dann gibt es specialchat.s/s4fkiss. Da könnt ihr teilnehmen und guck mal, ob das jetzt funktioniert. Ich nehme mal ohne Mikrofon teil. Euer Icon durch die Gegend bewegen und mit anderen Leuten, die dann hoffentlich neben euch stehen, reden. Ihr könnt euch von Grüppchen zu Grüppchen zu Grüppchen zu Grüppchen bewegen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Macht super viel Spaß, gerade wenn da viele Leute online sind. Und würde euch auch bitten, das zu nutzen. Dieses Tool lassen wir, also werden wir bis heute Abend um 11 betreuen. Das heißt, ihr könnt auch den ganzen Tag während der Konferenz und vor allem in den Abendstunden das Tool benutzen. Und ich freue mich, da viele von euch zu sehen und mit vielen von euch live ins Gespräch zu kommen. Was ist noch wichtig? In den YouTube-Streams gibt es rechts am Rand eine Chat-Funktion. Bitte benutzt die, stellt Fragen, stellt euren Referenten, euren Vortragenden Fragen. Wir lesen die dann im Workshop vor, die wichtigsten Fragen in den Vorträgen und die werden hoffentlich alle beantwortet. Von YouTube-Streams gibt es Aufzeichnungen, könnt ihr euch hinterher noch auf YouTube angucken. Wir werden das in den nächsten Tagen auch wieder vereinzeln, in einzelne Vorträge zerlegen. Was gibt es noch zu sagen? In den Workshops könnt ihr natürlich direkt Fragen stellen. Die Workshops werden nicht aufgezeichnet. Genau. So, ein letztes. Um 19 Uhr heute ist die Closing-Zeremonie. Also dann geht es quasi in den Abschluss des offiziellen Teils der Veranstaltung und dann, wie gesagt, weiter auf Special Chat. Ich würde mich freuen, wenn ihr um 19 Uhr wieder hier im Hauptkanal seid. Notfalls, wie gesagt, könnt ihr es nachgucken in der Aufnahme. Ich bitte nämlich das ganze Riesen-KISS-Orga-Team, also alle Freiwilligen, die hier mitgeholfen haben, und das sind echt viele, dann auf die Bühne, dass ihr einfach mal seht, das war nicht eine Person, das waren richtig viele, die hier mitgearbeitet haben. Und last but not least, KISS wird wegen Erfolg fortgesetzt. Mitte November, um genau zu sein, am 14., 15. November planen wir das nächste KISS, möchten vermutlich wieder virtuell, so wie die Corona-Lage gerade aussieht, wieder euch einen Überblick über die Klimaschutzlandschaft an Schulen bieten und auch wieder viele spannende Vorträge und Workshops. Wenn ihr da Interesse habt, als Teilnehmer mitzumachen, dann registriert euch einfach für das jetzige KISS als Teilnehmer, dann schreiben wir euch an. Wenn ihr einen Vortrag oder einen Workshop beisteuern wollt, ihr könnt das auch jetzt schon machen. Die Homepage ist eröffnet, es gibt da unter Anmelden einen Link, Beitrag einreichen für das nächste KISS. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute beim KISS und freue mich, euch heute Abend wiederzusehen. Macht's gut.